Hat sich jetzt nicht ganz so lang angefühlt, diese Mission. Vom selben Blut am nächsten Morgen in den unterirdischen Traumtiefen des Hyal. Seit fast 3000 Jahren hat niemand mehr die Traumtiefen betreten. Doch wir wissen nicht, welche Kreaturen sich hier eingenistet haben könnten, nachdem wir die Tunnel versiegelten. Es gibt hier nichts zu fürchten. Der einzige Gegner, der mir je gefährlich wurde, überzieht das Land über uns mit Verderbnis. Bringen wir es hinter uns und kehren zur Oberfläche zurück. Nun gut, seid nur vorsichtig. Nach der langen Zeit können wir nicht wissen, wie die Klauendroiden auf uns reagieren werden. So, wir haben Bäume hier hier? Krallendruiden, die können einmal Feenfeuer, verringert die Rüstung einer gegnerischen Zieleinheit um 4 und deckt sie auf. Soll heißen, wenn die getarnt sind, können die sich nicht mehr tarnen. Super, das ist richtig cool. Und Wirbelsturm schleudert eine nicht maschinische gegnerische Zieleinheit in die Luft. Die Einheit kann sich nicht bewegen, angreifen oder Fähigkeiten einsetzen. Andere Einheiten können sie nicht angreifen oder Fähigkeiten gegen sie einsetzen. Hält 20 Sekunden. Das ist schon nicht schlecht. Mann. Wir können sie halt dann auch nicht angreifen, aber das Unverzüglich. ist dann so eine Einheit, die dann sozusagen Wie die nicht Göttin mehr mir am wünscht. kompletten Kampf teilnimmt. So. Hier haben wir ein paar Gnolle. So sei es. Den Heiltrank. Ja. Wie die Göttin Tyrande. wünscht. Diese Höhlenspinnen sind riesig. Ich spüre eine seltsame Dunkelheit, die sie befleckt. Etwas unermesslich Böses hat sie verwandelt. Wir können auch nicht die Eulen einsetzen. So sei es. Ansonsten könnte man ja viel mehr finden. Da Halte muss dich man jetzt halt bereit. wirklich jeden einzelnen Winkel selber mal Die kurz Göttin absuchen. ruft. Weil da gibt in solchen Missionen gibt es Irgendetwas teilweise stimmt hier richtig nicht. coole Jemand Items. bedroht die Wildnis? Mhm. Unverzüglich. So. So sei es. Unverzüglich. Bei Elun. Ist keine Bäume. Ich bin bereit. Ich folge der Stimme von Elun. So, diese Spinnen sind auch weg. Wie die Göttin Aber das wünscht. sind, glaube ich, nicht die einzigen Spinnen. Bei Elun. Ja, hier unten haben wir noch weitere. So sei Einmal eine es. Brutmutter und zwei kleine Spinnen. Malfurion wird auf hier Wie die etwas Göttin wünscht. stoßen. Unverzüglich. Auf jemanden, den So sei er es. nicht unbedingt erwartet hat, dass der noch da ist. So. Alle bitte heilen. Für Kalimdor. Ein Zauberstab des Blitzschildes. Es Okay. soll geschehen. Großer Heiltrank. Mach mir eigentlich eher Sorgen immer um Tyrande, dass die mir Bei stirbt. Elun. Ab Stufe Unverzüglich. 6 können wir ja Wie die diese Heilung Göttin mit wünscht. Malfurion machen. Und die ist richtig schön OP. Wie die Göttin wünscht. Da ist Unverzüglich. nichts. So sei es. Bei Elun. Ja, dann können wir hier noch das machen. Riesenspinne.
Spinnenring. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Erhöht die Beweglichkeit des Helden um 1. Auch nicht schlecht. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. So sei es. Bei Elun. Schau mal, was da vorne ist. Okay. Das sind nur Spinnen, okay. Wie die Göttin wünscht. Und ein paar Eier, wo vielleicht Spinnen rausschlüpfen können. Ich habe Rache geschworen. Die Göttin ruft. Anudura! Rolle der Heilung. Wie die Göttin wünscht. Dann heilen wir mal unsere Einheiten, weil die Nahkämpfer sehen an immer ganz so taufrisch aus. Bei Elun. Unverzüglich. So sei es. So, dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht ist da unten. Oh, da sind viele Spinneneier. Und ein entweihter Brunnen des Lebens. Jemand bedroht die Wildnis? Auf Wachtposten! Die Göttin ruft. Sprecht frei heraus. Ich folge der Stimme von Ende. Ich glaube, die wird es jetzt nicht überleben. Shit. Dämonengalle. Damit müssen die Spinnen verflucht worden sein. Wenn die Verderbnis solche Auswirkungen auf diese einfachen Geschöpfe hat, mag ich mir nicht ausmalen, was sie den Tieren an der Oberfläche antun könnte. Wir müssen dieser Verderbnis ein Ende setzen. Koste es, was es wolle. Ich kann schon mal sagen, wir werden ein bisschen was verlieren auch. Aber wie gesagt, das Gift ist auch nicht gerade... Viel zu leicht. Jemand bedroht die Wildnis? Haltet ein, Priesterin. Wir brauchen eure Hilfe. Unser Schamane wurde von einer seltsamen Spinne gebissen und ist todkrank. Unsere Stammesgefährten sind geflohen und haben uns unserem Schicksal überlassen. Wie können wir euch helfen? Das Wasser aus dem nahen Brunnen des Lebens kann ihn retten, aber wir können ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ihr diese Fiole mit dem Wasser füllen und uns bringen könntet, wäre unser Schamane gerettet. Wenn seine Weisheit verhindert, dass ihr zu verwilderten Bestien werdet wie eure Stammesgefährten, rette ich euren Schamanen mit Freuden. Übrigens, die Verderbnis hat viele Fürbeugs. Die Wildnis? Es gibt nur noch sehr wenige Fürbeugs im Num, wenn man sich die in WoW das anschaut. Es sind viele der Verderbnis zum Opfer gefallen. Das sehen wir dann auch der Erweiterung sozusagen. Wenn man die Nacht, wenn wir dann sozusagen die Kampagne von The Frozen Throne spielen. Unverzüglich. Unverzüglich. Die meisten Firbolg-Stämme sind uns generell dann feindlich gesonnen, sozusagen. Inurifa. Ja. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht. Ja, heilen sich alle langsam auf. So sei es. Anudura! Unverzüglich. Es soll geschehen. Ich folge der Stimme von Ihnen. Auf den Stufe 9er. Was bedroht diese Länder?
Plan von meiner Seele getrübt. Für Kalimdor. Wie könnt ihr es wagen? Können wir die weglochten? Bei Elun. Im Namen von Cenarius. Wie die Göttin wünscht. Für Kalimdor. Er ist so tot, sehr gut. Klärt mich auf. Die Göttin ruft. Ja, und das machen die auf. Halt dann auch nach und nach. Keiner wird etwas merken. Dieses Land und ich sind eins. Dann holen wir uns diese Bäume hier kurz mal. Und lassen sie mal hier vorgehen. Jemand bedroht die Wildnis? Wie die Göttin wünscht. Wir haben hier nur noch den Stufe 9er. Ich folge der Stimme von ihm. Das muss der Brunnen des Lebens sein. Ich muss die Fiole nur in sein Wasser halten. So, jetzt können sich mal alle unsere Helden aufheilen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Göttin ruft. Müsste hier eigentlich noch irgendwo ein Secret geben. Und ich glaube, ich habe es gerade gefunden. Ich bin gleich wieder da. Moment bitte. So, wieder da. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt geht's wieder weiter. Unverzüglich. Wenigstens haben wir jetzt hier einen Brunnen der Heilung. Und hier gehen wir noch nicht weiter. Hat der Schlaf meine Sinne Elun sei Dank, Priesterin. Wir waren nicht sicher, ob ihr zurückkehren würdet. Jetzt hat unser Schamane eine Chance. Ich muss euch nochmals für eure Hilfe danken. Nehmt diesen Talisman. Wenn ihr unsere Unterstützung benötigt, wird er uns rufen, damit wir an eurer Seite kämpfen. Übrigens, die Firbolgs haben sich immer gut mit den Nachtelfen auch verstanden. Wie die Göttin wünscht. Ich glaube, das ist jetzt bloß hier ein Abgang. Jep. Für Kalimdor. Dann vernichten wir mal hier ein bisschen die letzten Eier. Ich hab gedacht, hier gibt's ein Secret. Ich folge der Stimme von Elun. Bei Elun. Solange die bloß auf die Kreanz gehen, ist es mir wurscht. So. Weil ich hätte gedacht, dieser Weg wäre auch noch für was anderes gedacht. So sei es. Geh du noch mal kurz hier hinter. Oh! Oh, oh, oh. Bei Elun. Hier vorne. So sei es. Wie die Göttin wünscht. Anudora. Ashetoraman. Ein kleiner Panda. Bär.
Großer Panda aller. Größter Panda aller Zeiten. Hm, das stimmt. Werden wir erobert? Zielt genau ins Schwarze. Go, go. Die Göttin ruft. An den können wir nicht. Armselige Kreaturen. Bestwurzeln. Astero Dalador. Kette der Zauberimmunität. Oh. Jemand bedroht die Wildnis? Gewährt Zauberimmunität. Ah, vielleicht wie die Göttin ihm. Was bedroht diese Länder? Das könnte man eigentlich. Es soll geschehen. Ich folge der Stimme von Elu. Das Gute ist, wenn der seine Heilung wirkt, kann der eigentlich gestunt oder so werden. Und so ist er gegen Zauber oder eingeschlafen werden, einschlafen, wenn jemand den Zauber wirkt. Und so, so ist er komplett zauberimmun. Das ist super. So sei es. Kleine Frage für einen Livestream kurz. Soll ich die Mission 3 euch kurz zeigen oder wollt ihr die dann lieber auf YouTube dann angucken? Weil ich würde es euch kurz hier dann nach der Mission kurz zeigen. Wie die Göttin wünscht. Wie man sie grob spielt. Bei Elun. Unverzüglich. So sei es. Der Weg führt nach Süden weiter, aber diese Tür sieht vielversprechend aus. Oh nein. Wie konnte ich das vergessen? Was liegt hinter dieser Tür, das dich so bekümmert, Liebster? Diese Tür führt zu Illidans Gefängnis, Tyrande. Wir sollten gehen. Sofort! Illidan? Es ist 10.000 Jahre her. Könnte er noch am Leben sein? Wir sollten ihn befreien, Malfurion. Er wäre der perfekte Verbündete gegen die Untoten und ihre Dämonenmeister. Nein, Tyrande! Diese Bestie darf niemals befreit werden. Aber er ist dein Bruder. Das mag sein, aber er ist viel zu gefährlich. Ich verbiete es. Nur die Göttin kann mir etwas verbieten. Ich werde Illidan befreien, ob es dir passt oder nicht. Für Kalimdor. Vielleicht wird sich derzeit der ein oder andere fragen, warum passt es Malfurion gerade nicht, dass Tyrande Illidan befreien will. Der zweite Brunnen der nicht. Ewigkeit, der ja beim Baum des Hyals ist, das ist dieser Brunnen. Das kann ich euch mal in WoW zeigen, auch wenn ihr wollt. Schreibt es mir in die Kommentare und oder in im Livestream, weil dann kann ich ihn euch mal dann auch kurz zeigen. Illidan ist ja hier eingesperrt. Und Malfurion hat das gesamte Gefängnis sozusagen errichtet. Und ich sind eins. Nachdem Illidan den zweiten Brunnen der Ewigkeit sozusagen errichtet hat, gemacht hat im Hyal. Und da waren halt die ganzen Nachtelfen nicht wirklich begeistert. Und ja, jetzt hat für Kalimdor. Was dann sozusagen mit Illidan noch ein bisschen auf sich hat, das werde ich dann ja dann sagen, wenn es dann noch so weit kommt, aber wie gesagt, er hat ihn selber dann das Gefängnis gebaut, als auch verbannt, seinen eigenen Bruder sozusagen. Es soll geschehen. Für Kalimdor. Holen wir uns mal einen Firbolg. Was bedroht diese Länder?
Arsch, Terodalador. Wir schauen, dass wir wie könnt ihr es wagen? Die Geister hier wegkriegen, weil die sonst unsere Einheiten übernehmen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Das ist was, was ich jetzt halt nicht gebrauchen kann. Spuckt schon ich weiß aus. Gar nicht, ob Dryaden übernommen werden können. Das, da muss ich jetzt halt passen. Das weiß ich gerade aus dem FF nicht. Macht euren so. Frieden. Dieses Land und ich sind eins. So. Anudora. Es soll geschehen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Hätte hier auch noch mal gern einen Vorbau. Anudora. Irgendetwas stimmt hier nicht. So, auf die Goblins bitte. Was bedroht diese Länder? Ashterodalador. Da hinten ist garantiert irgendetwas. Was ist der Ruf dieses der Natur? Land und ich sind eins. Dryade geht mal bitte weg. Ja. Was bedroht diese Länder? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Und auf diesen Schlamm, auf das Schlammmonster hier. Irgendetwas stimmt hier nicht. Jetzt sollte es dann, wenn ich die Mission noch kurz für euch zeige, wie man sie sozusagen spielt, dann soll es so sein, dass ich von Anfang an verkacke. Das Inventar ist voll. Mal den hier für raus. Kalimdor. Okay. Es soll geschehen. Band alle magischen Effekte mit im Zielgebiet hält drei Auflagen. Was bedroht okay. diese Länder? Jetzt schauen wir mal, dass wir die Krallendruiden erreichen. Ashterodalador. Kannst du da direkt drauf gehen, Malfurion, oder? Euer Befehl? Für meine Brüder. Hat der Schlaf meines... Lasst mich passieren. Der Erzdruide der Mondlichtung fordert es. Mondlichtung, auch Moonglade genannt. Ich kenne halt nur die ganzen englischen Namen. Was bedroht diese Länder? Kehrt um! Ihr seid nicht würdig, in die Gegenwart der Bärengötter zu treten. Bärengötter? Selbstverständlich. Und das meinen sie damit, dass man die sozusagen das für meine Brüder. So, du gehst mir weg, 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 weg. Ich lege eine Fährte. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Irgendetwas stimmt hier nicht. Vielleicht hat das Wesen die schlafenden Klauendruiden gemeint. Aber warum nannte es sie Bärengötter, wo sie doch aussehen wie ich? Werden wir erobert? Du bleibst zurück. Irgendetwas stimmt hier nicht. Rolle der Heilung, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ashterodalador. Für Kalimdor. Hat so, der Schlaf meine Sinne hierhin. Getrübt? Du Gibt gehst nun mal hier runter. Wir Dieses haben ein paar Verletzte. Und ich sind eins. Mal das hier das raus. Das Inventar ist voll. Ashterodalador. Was bedroht Glaub. Diese Länder? Level 6 wird Dieses Land interessant, bis wir das eins. Werden bei Malfurion. Es soll geschehen. Hier sind wieder Bäume. Die sollten mal scouten. Irgendetwas stimmt hier nicht.
Elende Brut von Todesschwinge! Ich hätte wissen müssen, dass ihr abscheulichen Bestien in den Flammen der Erde Zuflucht suchen würdet. Ja, Todesschwinge. Wer hat im Zweiten Krieg mit den Dämonen gekämpft? Und hat Alexstrasza gefangen genommen? Darum hatten auch die Orks im zweiten Teil Rotdrachen. Der rote Drachenschwarm ist der Schwarm, der Alexstrasza gehört hat. Und die ganzen Drachenaspekte haben geschaut, wie sie Alexstrasza eigentlich befreien können, ohne sie zu töten und allem drum und dran. Die Clown-Druiden sind bereits erwacht. Kommt, meine Brüder, es gibt viel zu tun. Was zum... Sie haben sich ganz ihren tierischen Instinkten ergeben. Sie sind geistlos und bestialisch. Im Namen des Raben. Der Ruf des Horns könnte Wirkung zeigen, aber in diesem Teil der Höhle würde er nur einige wenige erreichen. Für Kalimdor. Wir dürfen sozusagen kaum Kalimdruiden verlieren. Es soll geschehen. Anudora. Anudora. So ein Clown-Druide sieht doch super aus. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Keiner wird etwas merken. Und so beginnt es. Darauf bin ich schon ganz wild. Selbstverständlich. Übrigens, die greifen uns einfach an. Darum auch. Wir dürfen auch keinen Krallendruiden töten. Als bloß als kleine Hintergrundinformation. Selbstverständlich. Unsere Krieger greifen den Feind an. Keiner wird etwas merken. Für meine Brüder. Und so beginnt es. Keiner wird etwas merken. Und so dann sind wir schon mal hier ein bisschen ungestörter. Für meine Brüder. Und hier müssen wir hin. Selbstverständlich. Und so beginnt es. Dieses Land und ich sind eins. Es soll geschehen. Klärt mich auf. Was bedroht diese Länder? Gibt es Ärger? Ich bin bereit. Dieses Land und du bitte jetzt ich sind eins. Level 6 werden, weil... Hallo! Wir haben hier ein leichtes Gesundheitsproblem. Werden wir erobert? Irgendetwas stimmt hier nicht. Spuckt schon aus. Was ist der Ruf der Natur? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Ashterodalador. Ah, das ist ein Gift, okay. Ashterodalador. Anudora. Torfalanudora. Einfach mal Furion ignorieren. Dankeschön. Für Kalimdor. Hier oben gibt es auch keine weiteren Bäume. Klärt mich auf. Was bedroht diese Länder? Es nehmen wir mal lieber einen Mana-Trank mit. Ashterodalador. Was heißt E? Für Kalimdor. Anudora. So. Ging.
Für Kalimdor. 3, 3, 5. Oh. Das ohne irgendwie... Es soll geschehen. Irgendwelche Bäume in der Nähe. Also an zurückgehen und mir einfach Bäume holen. Spuckt schon aus. Keiner wird etwas merken. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich bin bereit. Müssen wir jetzt halt einen kurzen bisschen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Anudora. Ashterodalador. Euer Befehl? Dieses Land und ich sind eins. Tor Falanudora. Euer Befehl? Weg, weg, weg. Was bedroht diese Länder? Zum Angriff! Kommt, das läuft besser, wie ich gedacht habe. Für Kalimdor. Spuckt schon aus. Keine Gnade. Geht auf den Kleinen hier kurz mal. So. Irgendetwas stimmt hier nicht. Übrigens, geschehen. Illidan ist das Volk der Nachtelfen recht scheißegal auch. Aus dem einen Grund, er fühlt sich nicht wirklich zu seinen eigenen Leuten mehr verpflichtet. Illidan ist ein sehr interessanter Charakter auch. Der braucht leider Zeit, um dir diesen Charakter allgemein ein bisschen zu erklären. Shando Sturmgrim, ich weiß nicht, was über uns gekommen ist. Wir wissen schon so lange nicht mehr, wer wir waren. Seid unbesorgt, Teroshan. Ich brauche euch und eure mächtigen Brüder einmal mehr. Nach vielen Äonen ist die brennende Legion zurückgekehrt. Und nur mit vereinten Kräften können wir sie zurückschlagen. Dann stehen wir klauen Druiden euch zur Verfügung, Shando Sturmgrim. Es gibt kein Zurück mehr. Gebe die Göttin, dass Malfurion sich geirrt hat. Euer Vorhaben ist töricht. Selbst eure Göttin hat den verflucht, den ihr befreien wollt. Anudora! Hier haben wir die Hüter, eine Wächterin. Und die Wächter sind für, wie man hier halt schon gut sieht, für Illidan verantwortlich, dass der in seiner Zelle bleibt und dort nicht ausbüchst. Okay. Ich habe Rache geschworen. Das war jetzt nicht geplant. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Ich folge der Stimme von Elun. Wir müssen alles erst einmal schauen, wo was ist. Die Göttin ruft. Unverzüglich. Bei Elun. Oh. In Position. Dann gehen wir erst einmal den anderen Weg. Vielleicht haben wir da auch noch ein bisschen was. Oh mein Gott, hab ich das Spiel früher viel gespielt. Offline wie online. Oh ja. Wie die Göttin wünscht. Hast du viel Tower Defense gespielt oder was hast du da meistens im Online gespielt? Die Zeit des Wartens ist vorbei. Fasst euch kurz. Ich folge der Stimme von Elun. Unverzüglich. Inurifa. Ein Steinwächter. Die Göttin ruft. Hm? Wie die Göttin wünscht. Hochelfen. Jemand bedroht die Wildnis. Okay. Wenn ich mit vielen gerechnet habe, aber nicht mit diesen. Sprecht frei heraus. Jemand bedroht die Wildnis? Ja, es haben sich ja nicht... Stimmt.
Es wurden nicht alle Blut... ranked hauptsächlich. Oh. Okay. Ich habe meistens Tower Defense gespielt, weil wenn ich irgendwie ranked gespielt habe, dann sah das eher so aus. Okay, ich spiele es ein paar Mal. So sei es. Und dann war ich eigentlich immer derjenige, der dann recht schnell verloren hat. Jemand bedroht die Wildnis? Unsere Krieger greifen den Feind an. Posten. Was war denn dein Hauptvolk, wo du eigentlich im Ranked immer gespielt hast? Die Göttin ruft. Jemand bedroht die Wildnis? Ich habe Rache geschworen. Ich folge der Stimme von Elun. So. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Ich habe halt meistens so Tower Defense gespielt oder, wie soll ich sagen, unverzüglich. Eigentlich so recht viele Maps, nicht nur in Tower Position. Defense. Im Namen von Cenarius. Fasst euch kurz. Für Kalimdor. Ich habe jetzt halt auch ein bisschen... Orks oder Nachtelfen? Oh. Die Göttin ruft. Nachtelfen sollen ja im Multiplayer gar nicht mal so einfach zu spielen sein. Die Göttin wünscht. So, Tyrann der Tech mal ein bisschen. Bei Elun. Sprecht frei heraus. Ashitoraman. So sei es. So. Anudura. Ging, okay. Unverzüglich. Unverzüglich. Bei Elun. So sei es. Jetzt machen wir mal eine Bogenschütze hier. Die Göttin ruft. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Unverzüglich. Wie die Göttin wünscht. Übrigens, die Wächter, die wir jetzt momentan bekämpfen, so bisschen. Sei es. Sind übrigens auch diejenigen, die sie, wenn heraus. Irgendwo eine Mission außerhalb ihres Reiches ist, werden meistens die Wächter eingesetzt, weil die eigentlich auch sehr viel Erfahrung haben. Ich folge der Stimme von Elun. Unverzüglich. Und daher die sozusagen auch eine kleine... eigene Gruppe in den Reihen der Nachtelfen so gesehen auch sind. Jemand bedroht die Wildnis? So, dann können wir das hier alles mal. Bei Elun. So sei es. Wenn ich mal Ranked spielen sollte, könntest du mir dann ein paar Tipps geben. Weil, wie gesagt, Nachtelfen würde ich schon mal gern Ranked spielen. Heilschutz. So sei es. Das ist super. Wie die Göttin wünscht. Unverzüglich. Weil ich glaube, im Ranked spielt man zum Großteil ein bisschen anders, da wie in den kompletten Karten, die man so hat. Wie die Göttin wünscht. Weil was ich auch jetzt halt auch ein bisschen anfangen will, ist Azeroth Wars, Kalimdor Wars, weil das sieht auch recht cool oder interessant aus. Vor allem, was für Möglichkeiten man da eigentlich auch hat. Unverzüglich. So sei es. Hast du das schon mal gespielt oder irgendjemand von euch im Stream? Oder wenn ihr das auf YouTube dann schaut, könnt ihr gerne auch schreiben, ob ihr das mal gespielt habt oder so. Muss ich erstmal wieder reinfinden. Lade es gerade runter, hab
Hütat gerade gekauft. Ah, okay. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Für Kalimdor. Schlafende Behüter. Es sagen Wächter. Niemand bedroht die Wildnis. Inurifa. Für Kalimdor. Wie die Göttin wünscht. Ein Waffenlager der Behüter. Das dürfte uns eine große Hilfe sein. Lunaglaive. Ermöglicht Jägerinnen zusätzliche Einheiten mit überspringenden Glaiven-Angriffen zu treffen. Ashetoraman. Bei Elun. So sei es. So. Unverzüglich. Tod den Eindringlingen. In Ordnung. Die Göttin. Zeigt den Weg. Auf euer Zeichen. Stufe 6. Wir können Sternenregen schon mal bei ihr machen. Ashetoraman. Anudura. Wie die Göttin. Das gefällt mir doch jetzt halt schon. Sternenregen. Die Göttin. Wenn wir die Möglichkeit haben, werde ich es euch gerne mal zeigen. Oh, da hinten ist so auch Ring der Regeneration. Ich folge der Stimme von Elun. Dann könnten wir Tyrande ein bisschen tankiger machen. Was haben wir hier? Beweglichkeit. Bei Elun. In Position. Jemand bedroht die Wildnis. Wo holst du den Ring bitte? So, dann kriegt sie schon mal ein bisschen mehr Regeneration. Die Wildnis. Für Kalimdor. Anudura. Im Namen von Cenarius. Unverzüglich. Nein! Okay. Inurifa. Sieht doch sehr appetitlich aus, das, was die da kochen. Oh, ein Hund. Loki. So geil. Im Namen wir von haben Cenarius. Jetzt hat einen Hohn. Wir haben einen Hohn. Wie die Göttin wünscht. Ihr seid am Zug. Die Göttin ruft. Heilen wir mal. Weiß jetzt bloß nicht, ob hier irgendwie noch so ein Brunnen der Heilung ist oder so. Ich warte auf euch. Jemand bedroht mal. Die Wildnis? Das Inventar ist voll. So sei es. Ich warte auf euch. Bei Elun. Die Treants versuchen mir den Weg zu versperren. Nur ein mächtiger Druide kann solche Geschöpfe zähmen. Die Göttin. Wir sind am Zug. Die Göttin ruft. So, hier ist schon mal ein Portal, da können wir mal durch. Und dieser Druide wird nicht ganz erfreut sein, dass wir plötzlich wieder auftauchen. Oder dass überhaupt jemand auftaucht. Und versucht, die Verräter zu befreien. Auf euer Zeichen. Hier ist ein Brunnen der Gesundheit. Super. Die Göttin ruft. Ich folge der Stimme. Es ist wie in der Mission 2. Wenn man ein paar Einheiten hat. Oder gefunden auch. Zeigt den Weg. Anudura. Findet man wie im zweiten Teil, den Hydralisten. Ich warte auf euch. Aber dem muss man auch wirklich wissen, wo der ist. Ich folge der Stimme von Elun. Für Kalimdor. Anudura. So, hier haben wir Goblin-Landmine. Okay. In dieser Mission können wir es denn nicht gebrauchen. Diese Sprengkörper scheinen von Goblins gefertigt zu sein. Die listigen Geschöpfe müssen sie vor langer Zeit hier versteckt haben. Wie dem auch sei, ich werde sie zu gebrauchen wissen.
Vielleicht nicht in dieser Mission, aber vielleicht in einer anderen. Auf euer Zeichen. Ich folge der Stimme von Ilum. Wie die Göttin wünscht. Zeig den Weg. Unverzüglich. Bei Ilum. Nein, 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 nein! Ich warte auf euch. Sprecht frei heraus. Die Göttin ruft. Ich glaube, ich weiß, wo ich diesen Spell einsetze. Jemand bedroht die Welt. Schalten wir den mal aus. Wir setzen den auch in dieser Mission schon noch ein. Keine Sorge. Fasst euch kurz. Ich folge der Stimme von Elun. So. Dann kann sich schon mal unsere Jägerin wieder aufheilen. Und hier sind so viele Bäume, da könnte der Druide richtig schön Spaß haben und weitere Bäume holen. Wie die Göttin wünscht. Für Kalimdor. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Eine Behüterin. Im Namen von Cenarius. Für Kalimdor. Und hier oben müsste Illidans Gefängnis sein, weil das Ausrufzeichen spricht für sich. So sei es. Unverzüglich. Hier ist... Halt, Priesterin! Dieser Ort ist verboten, selbst für euresgleichen. Hier ist etwas unvorstellbar Böses gefangen, das unter der Erde angekettet bleiben muss. Illidan wurde einst als großer Held betrachtet. Ich glaube, er kann wieder einer werden. Wahnsinn! Ihr unterschreibt unser aller Todesurteil, wenn ihr den Verräter befreit. Kalifax, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich habe jedenfalls im Buch nicht viel über ihn gelesen. Jemand bedroht die Wildnis? So sei es. Bei Elun. Go, go! Ihr macht mal bitte komplettes Fokusfeuer auf. Erst mal auf den hier. Feuer frei. Ich folge der Stimme. Ich finde, das sieht irgendwie schon saucool aus. Bis dann, guten Appetit. Illidan, bist du das? Tyrande, es ist deine Stimme. Nach den Äonen in der Dunkelheit ist deine Stimme wie ein helles Licht, das auf mein Denken fällt. Die Legion ist zurückgekehrt, Illidan. Dein Volk braucht dich wieder. Einst liebte Tyrande, werde ich die Dämonen jagen. Aber unserem Volk schulde ich gar nichts. Dann lass uns rasch an die Oberfläche zurückkehren. Die Verderbnis der Dämonen breitet sich mit jeder vergeudeten Sekunde weiter aus. Es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns gesehen haben, Bruder. Eine Ewigkeit in der Finsternis. Illidan, du musstest die Strafe für deine Sünden verbüßen, mehr nicht. Und wer warst du, mich zu richten? Sicher erinnerst du dich, dass wir Seite an Seite gegen die Dämonen gekämpft haben. Schluss jetzt, alle beide. Was geschehen ist, ist geschehen. Liebste, mit Illidans Hilfe werden wir die Dämonen wieder zurückschlagen und retten, was von unserem geliebten Land übrig ist. Hast du auch nur einen Gedanken an den Preis verschwendet, Tyrande?
Die Hilfe dieses Verräters könnte unser aller Untergang sein. Damit will ich nichts zu tun haben. Illidan wurde erst als Verräter gebrandmarkt, nachdem er den zweiten Brunnen der Ewigkeit erschaffen hat. Eine sehr interessante Geschichte, auch von Illidans Seite erfährt man in WoW ein bisschen was, noch Zusätzliches. Ja, das ist so ein kleiner Streit zwischen die beiden und die, wie gesagt, das...